Beginnen wir mit dem letzten Abendmahl und mit dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Was Jesus beim letzten Abendmahl getan hat, das hören wir in diesem Lied. Jesus ist jetzt in dem Garten, den wir abgebildet gesehen haben, der Garten Gethsemane am Ölberg. Und es geht ihm wirklich ganz schlecht, er weiß, was ihn erwartet. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, sie sollen mit ihm wachen und beten, aber schau dir mal diese Männer an, die schlafen. Und Jesus hat Angst und er leidet, weil er weiß, was auf ihn zukommt. Aber in dieser Nacht, da stärkt ihn ein Engel. Jesus schaut auf und der Engel wird jetzt gleich ins Bild kommen. Und dieser Engel, der stärkt ihn für das Schwere, das er vor sich hat. Jesus betet, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Kurze Zeit später wird Jesus gefangen genommen. Man verhört und verspottet ihn und schlägt ihn, bis er zu Pontius Pilatus gebracht wird. Dort beginnt auch unser Kreuzweg. Es folgen nun die einzelnen Bilder des Kreuzweges. Wenn wir die Bilder der Kreuzwegstationen betrachten, dann dürfen wir daran denken, dass Jesus aus Liebe zu jedem von uns dieses Leiden auf sich genommen hat.
Gottes Lamm, Herr Jesu Christ, mit ausgestreckten Armen, du am Kreuz gestorben bist, schenk uns dein Erbarmen. Gottes Lamm, zu diesem Nägelinskreuz, was hier im Villinger Münster steht, kommen sehr viele Menschen mit ihren Nöten. Das wollen auch wir tun, dass wir zu diesem Kreuz gehen und beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.